So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Heute ist Sundig, ne? Sonntag, also für alle, die es immer noch nicht wissen, es gibt eine begrenzte Forschung, beziehungsweise eine Forschung in der Drachenwoche ist ja aktiv. Wir haben gestern beim ersten Rayquaza Raid das erste Kapitel gemacht. Wir wollen jetzt mal reingucken im zweiten Kapitel. Entwickle 3 Pokémon, lande 7 großartige Würfe, fange 5 Pokémon vom Typ Drache. Joa. Das ist jetzt nichts Schlimmes, das heißt, wir werden Kapitel 2 und 3 wohl zusammenhängend machen, werden noch einen Raid einbauen und die Community wieder einladen. Ich ziehe jetzt trotzdem erstmal los, beziehungsweise wurde ich schon wieder zu einem Raid eingeladen, so wie es ausschaut, vom Atorx in Schleswig-Holstein, Hunsum, zu einem Kaumalat-Raid. Kaumalat gibt's ja auch wild, ne? Hab ich schon paar Mal gesehen, aber was richtig heftig ist, dass einfach überall immer Dratini rumsitzt und Kindwurm, man denkt wirklich, es ist Dratini Sea Day, Kindwurm Sea Day, Barblue Sea Day, alles mögliche halt. Wir nehmen ein paar Dratini mit. Ich weiß gar nicht, ob es wieder Fotobombs gibt, muss ich mir noch reinziehen. Wir laufen mal ein Stück, machen noch ein paar Würfe und dann, ja. Ich glaube, wenn es so weitergeht, kann man die ganze Aufgabe einfach nur mit Dratini machen. Ist auf jeden Fall Drachen-Pokémon und zählt natürlich dann auch bei den großartigen Würfen dabei, wenn ihr großartig trefft. Da das nächste Dratini, das klappt also ganz gut. Ich werde aber auch Kindwurm mitnehmen, wenn ich Kindwurm sehe. Hier ein Kindwurm, wie gesagt, nehmen wir auch mit. Knackleon lasse ich bewusst sitzen. Wablu weiß ich gar nicht. Wablu könnte man, glaube ich, auch machen. Ist das Drache? Ist das Flug? Ist das Trash? Gibt es die Kategorie Trash-Pokémon? Ich weiß es nicht. Wir nehmen auf jeden Fall hier das Kindwurm mit. Wenn man da nochmal ein Shiny bekommt zwischendurch, das wäre auch richtig cool. Genauso wie das Dratini. Sind meiner Meinung nach gute Sachen, die man auch außerhalb des Sea Days mitnehmen kann. 5 Pokémon haben wir schon mal von den Drachen. Wir brauchen aber noch großartige Würfe. Wir suchen noch mal ein paar Dratini oder irgendwas. Aufbewahrungslimit ist auch voll. Gut, ist zwar jetzt kein Dratini, aber nehmen wir trotzdem mit. Ist halt wieder ein Kindwurm. Habe ich kaum mal vorhin immer zugesagt, ich weiß es gar nicht. Nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Brauchen ja noch großartige Würfe. Und das Gute ist, ich weiß schon, dass dann auch einfach fabelhafte Würfe kommen. 1, 2, 3, da fährt ein Auto vorbei. Und schnell rüber, denn beim Insektenhotel sitzt, glaube ich, noch ein Kindwurm. Und ansonsten sehe ich nur Schrott auf der Liste. Das werden wir uns noch holen, das ist hier außen. Und wenn wir das haben, brauchen wir eigentlich nur noch eins. Da würde ich zur Not als letztes auch ein Kindwurm mitnehmen. Mein Gott, Hauptsache wir sind dann mit den Aufgaben da erstmal fertig und können dann noch was entwickeln. Okay, ich nehme alles zurück. Da spawnt einfach ein Dragonier. Das ist richtig brutal. Ich glaube, da können wir die kompletten Würfe fertig machen, denn das bricht bestimmt ein paar Mal aus. Oder ich treffe einfach komplett daneben, so kann es auch sein. Einmal ist es raus, das ist sehr schön. Dann können wir ja jetzt mal uns hier konzentrieren mit dem Daumen. So, der kann ruhig ein bisschen größer sein. Einmal großartig, und falls das nichts wird, haben wir ja immer noch da hinten das Insektenhotel. Es bleibt natürlich drin. Ist aber nicht schlimm, es fehlt ja eh nur noch einer. Hier auf jeden Fall Dragonier mitgenommen. Auch sehr cool, finde ich auch stark, dass die auch spawnen, die Weiterentwicklungen sozusagen. Jetzt noch das Kindwurm. Müssen wir noch einmal treffen. Dann sind wir mit den Würfen beziehungsweise auch durch. Dann sind wir mit den Würfen auch durch. Müssen dann nur noch entwickeln. Einfach fabelhaft. Das ist sehr genial. Brauchen wir aber, glaube ich, erst in der nächsten Aufgabe. Beziehungsweise, gut, lassen wir das einfach mal sitzen. Vielleicht sitzt es ja gleich noch. Wir müssen, wie gesagt, noch 3 entwickeln. Dafür habe ich ja auch mal ein bisschen Crap gesammelt. Entwickeln ein Anorith. Könnte shiny sein. Also nicht durch die Entwicklung, aber können die auch shiny antreffen.
Es ist mittlerweile ja wirklich so, dass ihr vermehrt eigentlich fast nur noch Pokémon seht, die shiny sein können, als Pokémon, die nicht shiny sein können. Deswegen, es ist gar nicht so schlimm, wenn ihr es später anfangt mit dem Spiel. Dann, ja, müsst ihr nicht warten. Früher hat man Raids gemacht, 5er Raids, bis zum Umfallen, für nichts. Heutzutage, wenn ein 5er Raid reinkommt, dann kann der direkt shiny sein, weil der schon 20 Mal da war. Und jetzt fängt es auch an zu regnen, wie ich sehe. Dabei muss ich noch einen Raid machen. Genauso ist das mit den Pokémon, die rumsitzen. Früher normal alles fangen. Heutzutage fast alles, was du fangen kannst, gibt es als Shiny. Also dann hat man den viel größeren Überraschungseffekt, als wenn man immer nur darauf wartet, dass es ein Pokémon als Shiny neu dazu gibt und man das fängt. So kann man, wenn man neu ist, einfach sich überraschen lassen, weil alles, was man fängt, Shiny sein kann. Die drei haben wir jetzt fertig gemacht. Da ist auch das Rayquaza von gestern. Wir holen das mal hier ab kurz, gucken, was hier in der Belohnung drin ist. Ein Pokémon-Erschein, 500 Staub, eine silberne Sanana-Beere und ein Kind-Wurm. Das dürfte ja jetzt einigermaßen gute IV haben. Wir beeilen uns mal, deswegen nehmen wir gleich den gelben Ball, nehmen das mit. Und ich hoffe, das ist nur ein kleiner Schauer, sonst wird es mit dem Raid dann richtig kacke. Außer ich finde wieder irgendwas, wo man sich unterstellen kann. So, Kindwurm gefangen, wird bewertet, ja, ist schlecht, wunderbar. Jetzt haben wir hier, und es steht wieder mal nicht da. Dafür nehmen wir das hier mal kurz mit, den Stempel, denn wir brauchen das, das, kennt ihr das? Wenn das hier nicht jetzt, gewinne einen Raid, lande einen fabelhaften Wurf, fange 7 Pokémon vom Typ Drache. Ihr könntet natürlich einen Rayquaza-Raid machen und beim Rayquaza einfach fabelhaft treffen. Cooler finde ich es aber, wenn ihr das einfach bei einem random Pokémon macht. Bruder, ungefähr so. Zack, einfach fabelhaft, bam. Wer also Probleme damit hat, gönnt euch einen Rayquaza-Raid und werft den ab. Ansonsten, für die Profis, die machen das einfach mit irgendeinem random Pokémon, was da sitzt. Ihr habt ja gesehen, bevor ich die Aufgabe eingelöst habe, habe ich das einfach fabelhaft getroffen. Jetzt nochmal, Dratini ist eigentlich eine coole Socke. Das macht man gerne. Wir haben hier vorne auch einen Raid, glaube ich. Genau, in 52 Minuten geht da einer auf. Das sind noch ein paar auf, aber ich werde den ankündigen für 10.39 Uhr am Löwen. Und mal schauen, ein paar Leute einladen. Bis dahin habe ich sicherlich noch die anderen Viecher gefangen. Und dann können wir das Kapitel auch abschließen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Ne? 5 Leute einladen mit dem einen, 5 Leute einladen mit dem anderen. Michas selber, ich 6. Wenn sich jetzt nicht noch einer hier aus der Community mit reinschleicht, dürfte das gehen. Aber gefühlt sind sowieso immer noch 2, 3 bis 1000 andere Leute drin. Ich habe alle eingeladen. Hier liegen die Handys, jetzt müsste die Lobby nur noch voll werden, Stück für Stück. Wir können ja mal gucken hier, typisch Andy, Ivar bekannt, Ivar mild, Ivar soft, Kids, Adriano ist drin, Julian 15 ist drin, Rupasch ist drin, Nikox ist drin, Sokos Rache, P80 Chaos Krieger, Michas, ich Teilzeit Legende, die Amazing Shot, Manowar. Gut, Manowar hat sich reingeschlichen. Eigentlich müssten wir 17 sein. Plus Manowar dann also 18. Also, eigentlich fehlen 2 Leute, so wie es jetzt aussieht. Glücksei ist auf jeden Fall gestartet, weil ich mit jemandem noch aufsteige. Mit mehreren, glaube ich, mit ein paar kleinen. Ich weiß jetzt nicht, welche 2 fehlen. Einladungen sind auf jeden Fall alle raus. Jetzt kommt auch, glaube ich, keiner mehr rein. Also 16 von 18. Ist okay, kann man lassen, ne? Ich kann ja theoretisch gleich in der Gruppe nochmal fragen, welche 2 nicht dabei waren. Die müssten es ja dann eigentlich wissen. Aber es ist sowieso so ein bisschen durcheinander. Da wird gepostet, hier 10.30 Uhr mache ich mit. Und dann postet derjenige aber 10.20 Uhr selber einen Raid.
Und dann denke ich mir, dass der vielleicht noch in seinem eigenen Raid festhängt oder beim Fangen und deswegen dann 10.30 Uhr nicht dabei ist, weil sich das alles irgendwo etwas überlappt. So, wir legen alles hin. Ich hoffe, überall ist Platz. Shiny brauche ich eigentlich nicht. 100er brauche ich auch nicht. Wir drücken einfach mal fix hier alles durch und zeigen euch dann, was bei rausgekommen ist. Ach, maybe later, vielleicht später, got it hin und her und Stroh und was weiß ich. Was ist das Höchste? Das sieht gut aus. Wir gucken mal kurz durch. 21, 23, 21, 41, 21, 50, 21, 55, 21, 71. Und der Große, aber den seht ihr jetzt, da brauche ich hier nicht filmen. Der Große hat 21,53. Den werden wir jetzt fangen. Ja, dann müssen wir noch die Belohnung abholen. Und noch ein paar Geschenke aufmachen, kurz. Die Einerstufen wenigstens mitnehmen. So, das Rayquaza ist auch gefangen. Das heißt, wir können jetzt theoretisch hier die Aufgaben noch einlösen. Eine, was ist das? Lade-TM? Ja, toll. Was für eine denn? Top oder sofort? Also nicht top, also, ach, ihr wisst schon, was ich meine. Dann das zweite, jetzt habe ich es vergessen, wo ich gar nicht hingeguckt habe. Und ein Ball. Hey! Jetzt können wir noch die Kapitelbelohnung abholen mit 1000 Staub und ihr kriegt einfach eine dicke, fette Ameise. Ob da jetzt das Capuno drin ist? In Shiny? Capuno! Nicht den Shiny. Aber egal, wir nehmen das Capuno natürlich mit. Natürlich auch wieder mit gelbener Beere, gelbener und gelben Ball, da es ja eh so selten ist. Vielleicht ist es auch ein gutes, wir können es dann auch gleich bewerten. Und angeblich gibt es ja zwei Stück aus der Forschung. Das eine haben wir jetzt. Und das zweite gibt es wahrscheinlich dann am Ende. Ich glaube, 5 Kapitel sind es, wie gesagt. Die 4 und die 5 werden wir dann auch nochmal zusammen in einem Video machen. Jetzt stehen auch die nächsten Aufgaben schon da. IV... sind kacke. Jetzt müssen wir wieder warten, bis das hier auftaucht. So lang nehme ich euch schon mal in die Hand und humpel weg mit meinem Bein. Komm her, wo bist du? Ich glaube, wir brauchen jetzt sogar 3 einfach fabelhafte Würfe. Komischerweise haben wir ja jetzt schon einen gemacht. Aber wir werden einfach nochmal neue machen. Den Spaß lasse ich mir nicht nehmen. Und das Ganze ohne Raid, wie gesagt, ich werde pro Tag bei Rayquaza nur einen Raid machen für den täglichen Pass. Da ich ja schon ein paar Shinies habe und 200er. Oh, das ist so nervig. Wo sind die Aufgaben, Bruder? Wo sind die Aufgaben? Jetzt sind die Aufgaben da. Wunderbar. Besiege 3 Team Go Rocket Rüpel. Landet 3 fabelhafte Würfe, fangen 9 verschiedene Arten von Pokémon. Das aber dann im nächsten Kapitel. Ich werde jetzt erstmal heimgehen, werde das Video fertig machen. Vielleicht haue ich das andere heute auch noch raus. Mal gucken, wie das mit den fabelhaften Würfen vonstatten geht. Denn wir müssen auch endlich mal die Go Battle League zocken. Der Frank dreht sonst durch. Das war es aber jetzt erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Aufbewahrungslimit ist erreicht. Euer Ramses.